So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir einmal eine Marktanalyse. Wie jede Woche Sonntag gibt es auf diesem Kanal wieder eine Marktanalyse. Ihr konntet mir wieder auf Instagram Fragen stellen. Wir werden allgemein auf den Markt kurz eingehen und dann würde ich sagen, starten wir rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Und let's go. Okay, bevor wir reinstarten, ich habe extra noch eben Foodcraft gespielt und habe es auch gewonnen. Davon öffnen wir eben die Packs, Freunde. So ein kleines Pack-Opening. Bitte 500... Mann! Ich habe die letzten 6 Foodcrafts immer diese Belohnung bekommen, als ob es ein Bug wäre. Ich verstehe das nicht. Es ist krank. Ich werde Verlust machen. Verlust ist garantiert. Wieder Foodcraft für nichts gespielt. Es kann nicht sein. Die letzten 5 oder 6 Foodcrafts immer diese Belohnungen. Es kann nicht sein, Freunde. Nein, es geht nicht. Ach komm. Ja, wir werden wieder Verlust machen. Also 100%. Das sind die schlechtesten Rewards, die man bekommen kann nach dem Foodcraft-Sieg. Es ist so, so traurig. Es ist so fucking traurig, dieses Spiel. Komm, gib mir einen 83er Tadic. Ich wollte auf meinen Tisch schlagen, hab hier auf den Controller seitlich gehauen und der Controller ist einfach so gegen den Monitor geknallt. Ich dachte, der wäre jetzt kaputt, aber er lebt noch. No. Champions League. Marlos, let's go. 20er Rating, 80er Rating. Es ist krass, wir haben Verlust gemacht mit dem Foodcraft. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt einigermaßen beruhigt, habe jetzt noch die Tages-SPC abgeschlossen. Da gab es auch nochmal ein 25k-Pack. Ja, ist aber auch ein Tradable, also wenn wir hier was ziehen, wäre es sowieso egal. Aber ich glaube, oder ich gehe nicht davon aus, dass man richtig einen Walkout hier rausbekommt. Ich weiß nicht, ich könnte wirklich ein Real Talk-Video auf meinen Kanal hochladen, was Thema Pack-Luck auf meinen Main-Account angeht. Aber ich glaube, das soll gar nicht Thema des Videos sein. Das Pack schauen wir uns kurz an. 84er Hunter, okay, das ist wirklich ein gutes Pack. Da beschwere ich mich auch gar nicht. Alles in dem Verein, wir haben sogar Ikone drin, also mitnehmen. Und dann gehen wir rüber zum... Nee, auf Foodbin, nicht zum Foodbin. Okay, die Frage ist einfach, wie verhält sich der Markt? Einkaufen, verkaufen, wann steigen die Spieler wieder? Werden die wieder diesen harten Drop bekommen? Und hier ist die Sache, jetzt wo ich das Video gerade aufnehme, ist es Samstagabend. Ihr werdet es an dem Sonntag sehen. Die Weekend League endet erst Dienstag morgens, also nicht wie gedacht Sonntag auf Montag, sondern Montag auf Dienstag. Und deswegen wird es erst, glaube ich, also höchstwahrscheinlich der nicht Crash, also es wird, glaube ich, keinen Crash geben, dass die Metaspieler wieder alle 100k gefühlt droppen, aber es wird natürlich wieder einen kleinen Down geben für die ganzen Karten. Das wird dann der Montag, also vielleicht heute schon sein, von Sonntag auf Montag und vom Montag auf Dienstag, also wie letzte Woche. Nur, dass wir letzte Woche diesen geisteskranken Crash hatten, ich glaube, den bekommen wir diese Woche nicht nochmal, zumindest nicht bei Metakarten, wie zum Beispiel, ich nehme den immer als Beispiel, aber ich finde das somit der beste, den man zeigen kann. Ja, Kanté, ich habe im letzten Video gezeigt, der war ja 360 wert. Ich habe gesagt, er wird vielleicht 20k droppen, 20k steigen. Am Ende ist er 30k wieder gestiegen, seitdem ich das Video gebracht habe. Und das Video ist jetzt auch maximal 2 Tage alt. Nach oben für die Karten. Und das ist ganz einfach erklärt. Also das könnt ihr euch auch für die ganzen nächsten Wochen merken. Vor allem fürs Flippen. Für Leute, die Bock haben auf Flippen in den nächsten Wochen, ist es sehr wichtig. Und zwar kann man flippen oder und zwar steigen die Karten vom Mittwoch auf Donnerstag. Da gibt es schon diesen kleinen Anstieg. Und dann von Donnerstag auf Donnerstag abends Richtung Freitag hin, weil man ab jetzt ja nur noch von Donnerstag bis Freitag Division Rival spielt, weil es da nur zur euren Rang zählt, richtig, und weil Freitag halt die Weekend League beginnt und deswegen dadurch, durch diese zwei Dinge, haben wir auch vor allem jetzt diese Woche gesehen, wie diese ganzen Karten gestiegen sind. Wir sehen Donnerstag morgens, Kanté war bei 345 und Bam hoch auf 394. Dann gehen wir mal auf ein Son. Also ich könnte das jetzt wirklich mit jeder Karte zeigen. Ich gehe auf den Donnerstag, ihr seht, morgens früh 170.000 Rewards kamen raus, Bam, alle haben ihr Team gebaut, ihre Spieler, also die Packs gezogen, schnell ein Team gebaut und dadurch ist er einfach mal von 170 auf 214 gestiegen. Gehen wir mal zum Beispiel auf einen Sergio Ramos und wie gesagt, das war mit jeder Karte, die ja einigermaßen spielbar war. Er war auch 130 wert, vielleicht sogar 120 und Bam hoch auf 150.000 Coins, also auch nochmal einfach so 20k gestiegen und das ist einfach, wie gesagt, ganz einfach, Freunde. Ihr müsst, also ich kann es euch schon mal ganz kurz so erklären, wenn ihr euren Teams oder wenn ihr eure Teams verkaufen wollt, dann verkauft sie immer Richtung Donnerstag, Freitag und wenn ihr eure Teams einkaufen wollt, dann Montag, Dienstag. Macht keinen Sinn, ich weiß, weil ihr kauft Montag, euer Team verkauft es Donnerstag, so meine ich jetzt aber gar nicht, weil dann könnt ihr gar nicht damit Weekend League spielen, aber wenn ihr wirklich sagt, ey, ich will mein Team verkaufen und will das meiste an Coins daraus, ja, da rausholen, dann verkauft ihr euer Team Donnerstag. Sagt ihr, ich will mein Team kaufen und will so wenig wie möglich bezahlen, dann kauft ihr es zwischen Montag und Dienstag. Also das ist immer so die allgemeine Regel und die gilt seit 1-2 Jahren, jetzt seit ich angefangen habe zu traden für FIFA 19. Seitdem gilt es mit dem ja, Spieler kaufen und verkaufen, das habe ich mir eigentlich auch immer so leicht gemerkt, weil es halt jede Woche immer eintrifft. Okay, mal ebenso 3 Stunden knapp später, Freunde, ich war trainieren.
Ja, nehme ich es direkt wieder nach dem Training auf, danach gehe ich dann duschen, aber so viel erstmal dazu, ja, mehr müssen wir hier nicht erzählen. Ich wollte euch auf jeden Fall noch was anderes erzählen, und zwar geht das wirklich auf Twitter auch schon nicht groß rum, aber es geht auf Twitter auf jeden Fall rum, und zwar ganz einfach erklärt, die garantierte Rulebreaker SBC soll kommen, also bedeutet, man macht die SBC, vielleicht ein 83er, vielleicht ein 84er oder maximal ein 85er Team und bekommt dann garantiert einen Rulebreaker Spieler, aber ich glaube nicht, dass diese SBC, also die nächsten Tage kommen wird, sondern es wird noch ein Team 2 kommen, ganz wichtig zu erklären. Das Team 2 wird dann am Freitag zu ziehen sein, bis daraufhin den Freitag. Also es sollte dann übernächste Woche irgendwann im Laufe der Woche kommen. Haltet ihr euch nicht zu 100% fest und sagt, okay, Robby hat gesagt, die Rulebreaker SBC kommt, die wird kommen. Es ist so ein 50-50 Ding, würde ich sagen. Ich würde sogar eher mich selber auf die Stelle ziehen, es kommt. Also es wird eine kommen. Wenn eine kommt, sehr wichtig zu sagen, also es gibt schon, ja, Spieler zu ziehen, die man nicht unbedingt braucht, wie zum Beispiel ein Ocampos. Meiner Meinung nach braucht man nicht unbedingt, oder so ein André. Oder, weiß ich nicht, Dumfries, auch nicht so. Lazzari sowieso nicht, lass gar nicht erst reden. Aber nun gut, das ist gar nicht das Thema, Jungs. Es gibt geile Spieler, wie zum Beispiel Mertens, Douglas Costa, Harry Kane. Und dahingegen 83er unter 1000 Münzen. Ich weiß, ich sag's immer wieder, aber es ist auch für, also ich sag mal, das Video sehen ja um die 10.000 Leute. Und selbst dafür ist diese Investmentmöglichkeit sehr, sehr nice. Weil ich sag hier nicht, kauf Dubravka für 900, sondern ich sag, holt 83er unter 1000 Münzen. Und hier hat man nicht die Auswahl von drei Spielern, sondern ihr seht schon die Liste. Ich kann sie ja hier mal runterscrollen. Hier haben wir wirklich einige Spieler, die man benutzen kann dafür. Warum ist das auch für mich zumindest die beste Investmentmethode, die ich euch mitgeben kann? Wenn ich euch jetzt sagen würde, kauft einen Silberspieler von Köln zum Beispiel und es gibt nur drei Stück, würden, und das Video sind 10.000 Leute, würden diese drei Silberspieler ganz schnell auf über 5.000, 6.000 ansteigen, weil ich auch darauf natürlich Einfluss hätte. Aber wenn ich sage, investiert ein 83er, sie werden jetzt nicht wegen meinem Video hier auf 1.5 oder so steigen, weil es halt etliche 83er gibt. Sie gibt es gefühlt 1.000 Mal auf dem Markt. Und ja, einfach alle hier unter 1000 Münzen und ihr wirklich, die Jungs, ihr macht nichts falsch, habt Geduld, dann macht ihr 100% nichts falsch. Nehmt euch dann noch 82er mit, die man gut linken kann, wie zum Beispiel ein Bender aus der Bundesliga mit einem 82er Rating. Den sehe ich auch, wenn bei guten Tagen wirklich bei über 2000 Coins mindestens. Also nehmt euch so Spieler auf jeden Fall mit und nehmt ihr euch ein, zwei Mal im Verein mit. Ihr müsst ja nicht mal 1000 Stück kaufen. Es reicht, wenn ihr euch von jeden so ein paar Stück mitnimmt. Vielleicht 4, 5 Traps, habt ihr 5k investiert. Wow. Nehmt ihr euch 4, 5 Benders mit, habt ihr gerade mal vielleicht 3, 4k investiert. Ihr müsst ja nicht übertreiben und eure ganze Coins da raushauen oder reinhauen, aber wenn ihr vielleicht oben links ein bisschen was auf der Uhr habt, nehmt euch von allem was mit, Jungs. 84er unter 2,5 macht ihr auch nichts falsch. 85er, 5... Scheiß drauf, ich will da gar nicht drauf eingehen. 85er bei 5.000 gefühlt. Kann man sich auch ein paar mitnehmen. 86er unter 10k. Jackpot, die werden in einem Monat, vielleicht wird der günstigste bei 14, 15, 16.000 sein. Deswegen investiert dementsprechend ja in diese Richtung, würde ich sagen, für diese ganzen SBCs, die kommen, für die Rulebreaker SBC, wenn die kommen sollte. Dann bin ich erstmal raus, Freunde. Morgen bringen wir dann einen Stream plus was zu der Champions League. Ja, haut da rein, schönen Sonntag. Ich gehe jetzt Napoli gucken. Ich sag's jetzt, ich gehe jetzt schlafen, das stimmt gar nicht, gelogen. Aber wenn ihr das Video seht, sollte ich gerade Napoli gucken gehen. Haut da rein, Freunde, schönes Wochenende noch und ciao, ciao. Ghost in the old house. Tell me what you know about the pain.